Die Monde in unserem Sonnensystem sind äußerst faszinierend. Der Mars wird durch seine zum Beispiel einen Ring wie der Saturn bekommen. Auf anderen Monden ist biologische Aktivität und damit Leben äußerst wahrscheinlich. Und der Saturnmond Titan hat frappierende Ähnlichkeiten mit der Erde. Die Top 7 spannendsten Facts zu den Monden in unserem Sonnensystem gibt es jetzt hier bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ihr wünscht euch ja nicht nur Themen über WhatsApp, sondern auch über die Plattform Patreon. Vielen Dank dafür, kommen viele spannende Vorschläge von euch rein. Dort habt ihr euch ein Video zu den Monden in unserem Sonnensystem gewünscht. Hier ist es. Fakt 7. Biologische Aktivität auf den Eismonden des Saturns und Jupiters. Diese Entdeckung, ja, die ist tatsächlich ein Indiz für die Existenz außerirdischen Lebens hier bei uns im Sonnensystem. Denn an einigen Orten im äußeren Sonnensystem ist biologische Aktivität äußerst wahrscheinlich. Cassini, die Raumsonde, hat entdeckt, dass das Innere von Enceladus, einer der größten Saturnmonde, nicht tiefgefroren ist, obwohl der Eismond mit minus 190 Grad eigentlich tiefgefroren sein müsste. Stattdessen die überraschende Entdeckung. Unter der dicken Eisschicht ein 37 Kilometer tiefer Ozean, im Mittel tatsächlich 10-mal tiefer als die Ozeane auf der Erde. Der Grund dafür sind wohl Gezeiteneffekte des Saturns. Diese sorgen dafür, dass ein fester Kern in dem Gewässer durchknetet wird und somit im flüssigen Zustand verbleibt, also eben nicht fest ist. Zudem treten aus Rissen in der Nähe des Südpols tausende Kilometer hohe Dampffontänen heraus. Die Analyse der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat ergeben, dass diese tatsächlich alle Zutaten für Leben enthalten. Stickstoffverbindungen wie Methan, Ethan, Butan und Pentan und Salze. Ein Ort also im äußeren Sonnensystem, an dem Leben durchaus möglich ist. Genauso übrigens wie die Eismonde des Jupiters, die ebenso tief unter ihrem Eisozeane verstecken. Nur der letzte kleine Schlüssel fehlt, der endgültige Beweis. Proben von außerirdischen Mikroben. Doch wahrscheinlich ist das nur noch eine Frage der Zeit, aber wahrscheinlich dann doch von erheblicher Zeit. Fakt 6. Der Mars hat zwei Kartoffelmonde und das hat Konsequenzen. Die beiden kleinen knubbeligen Trabanten des Mars, Deimos und Phobos, werden oft auch als Kartoffeln bezeichnet, denn sie haben viele Beulen und Dellen. Aufgrund ihrer geringen Gravitation haben sie eben keine ebenmäßige runde Form ausgebildet. Im Vergleich zu unserem Erdmond sind sie außerdem super klein. Phobos ist nur 30 Kilometer groß und dem Mars sehr nahe. Von seiner Oberfläche ist er nur 6000 Kilometer entfernt. Deimos ist sogar noch kleiner, 20 Kilometer, also kleiner als 20 Kilometer, zieht aber in etwa 20.000 Kilometern Entfernung seine Bahn. Wie beide entstanden sind, ist noch nicht ganz klar. Lange dachte man, es handele sich um eingefangene Asteroiden. Mittlerweile können sich Forschungsteams aber auch vorstellen, dass sie durch die Kollision eines großen Himmelskörpers mit dem sehr jungen Mars entstanden sind. So ähnlich wie sich eben auch unser Erdmond gebildet hat. Fest steht aber, dass Phobos auf Katastrophenkurs ist. Jedes Jahr nähert er sich dem Mars um etwa 2 Meter und wird so in lediglich 20 bis 40 Millionen Jahren, also ist noch ein bisschen hin, wohl vom Mars vernichtet werden. Wahrscheinlich wird er als Krümel enden und als diese Überreste, die werden dann einen Ring um den Mars bilden. Fakt 5. Saturnmond Titan ähnelt der Erde. Aus Wolken regnen flüssige Kohlenwasserstoffe und bilden so Seenlandschaften. Zwar bei minus 179 Grad, aber eine gewisse Ähnlichkeit zur Erde besteht. Und die bizarren Ähnlichkeiten gehen weiter. In dieser frostigen Welt existieren auch Dünengebiete, wie die Raumsonde Cassini zeigen konnte. Mehr als 150 Meter hoch und zum Teil über hunderte Kilometer lang, wahrscheinlich wohl aus organischen Feststoffen oder Wassereis gebildet. Wie auch auf der Erde soll dafür Wind verantwortlich sein, auch wenn es in der dichten Atmosphäre des Mondes wohl eher ein laues Lüftchen ist. Ein Forschungsteam aus Tennessee erklärte dies vor 3 Jahren aber damit, dass der Wind wohl zweimal während eines Saturnjahres umkehrt. Die atmosphärischen Verhältnisse ändern sich demnach, wenn der Sonnenschein den Titanäquator überschreitet und sich die Winde für kurze Zeit drehen. Dann erreichen sie wohl hohe Geschwindigkeiten und sind in der Lage, diese Dünen zu formen. Fakt 4. Helium-3 als neuer Energielieferant von unserem Erdmond. Wir hatten hier schon einmal darüber berichtet, Forschungsteams weltweit spekulieren auf Brennstoff vom Mond für die Erde, was auf den ersten Blick nach Science-Fiction pur klingt, könnte schon bald Realität werden. Ein möglicher Kandidat Helium-3, das als Treibstoff für Fusionsreaktoren fungieren könnte. Das Isotop soll von Robotern auf dem Mond abgebaut und dann zur Erde transportiert werden. Chinas nächste Mondmission
Mission soll genau das verwirklichen. Helium-3, es besteht aus einem Neutron und zwei Protonen und ist ein gigantischer Energieträger. Mit einer Tonne des Isotops könnte eine 7 Millionen Einwohnerstadt wohl ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Dafür wird das dreiwertige Helium benötigt, das auf der Erde kaum vorkommt. Denn es stammt aus dem Sonnenwind, der den Mond aufgrund seines fehlenden Magnetfeldes erreicht. So kann sich das Helium-3 dort anlagern. Das Isotop eignet sich hervorragend als Brennstoff für die Kernfusion. Bei der Fusion mit dem Wasserstoffisotop Deuterium beispielsweise entstünde als Endprodukt Helium-4. Der große Vorteil, es entsteht keine radioaktive Strahlung. Einen kleinen Nachteil gibt es aber auch, zumindest derzeit, denn bislang sind noch keine Reaktoren entwickelt worden, in denen das Helium-3 verbrannt werden könnte. Keiner der Reaktoren hat eine positive Energiebilanz. Denn das große Problem, es braucht sehr hohen Druck und Temperaturen, um zwei positiv geladene Atomkerne zu verschmelzen. Und das ist mit heutiger Technik noch, wohlgemerkt noch, nicht möglich. Fakt 3, der Saturn hat mehr als 70 Monde und Venus und Merkur keinen. Wir alle wissen, die Erde hat einen Mond, weiter geht es mit dem Mars, der zwei Monde hat, und Jupiter und Saturn haben sogar jeweils rund 60 bzw. 70, Merkur und Venus dagegen keinen einzigen. Der Mond eines Planeten kann auf zwei verschiedene Arten und Weisen entstehen. Entweder der Planet bildet sich zuerst und fängt später einen kleineren Himmelskörper wie einen Asteroiden ein. Das klappt natürlich umso besser, je schwerer der Planet ist. Das ist auch die Erklärung dafür, warum Saturn und Jupiter die meisten Monde im Sonnensystem besitzen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass Planet und sein Mond zusammen entstehen. Monde bilden sich dann aus Staubresten, die bei der Entstehung eines Planeten übrig bleiben. Fakt 2. Die Erde und ihr Mond bilden eine große Ausnahme. Nämlich eigentlich gilt, die Monde selbst sind viel kleiner als ihre Planeten, doch die Erde ist hier eine Ausnahme, denn ihr Mond ist viel größer, als er es eigentlich im Vergleich zur Erde sein dürfte. Deswegen nehmen Forschungsteams an, dass er weder von der Erde eingefangen wurde, noch aus Staubresten entstanden ist. Eine kosmische Katastrophe hat wohl dazu geführt, dass die Erde einen Mond hat. Kurz nach ihrer Entstehung ist sie wohl mit einem Himmelskörper zusammengestoßen, der wahrscheinlich oder sogar bestimmt halb so groß war wie sie selbst. Eine unvorstellbare Explosion so stark, dass die junge Erde wieder zusammengeschmolzen ist, zumindest zu einem Großteil, der andere Himmelskörper natürlich auch. Ein Teil der Masse hat sich dann in einer Umlaufbahn zu einer zweiten Kugel geformt, weiter abgekühlt und ist wieder fest geworden, genauso wie die größere Kugel unserer Erde eben. Fakt 1. Kleinster Jupitermond auf gefährlichem Kollisionskurs. Erst Anfang Juli 2018 wurde bekannt, dass ein US-Forschungsteam 12 neue Monde des Planeten Jupiter entdeckt hatte und er somit auf insgesamt 79 Monde kommt, mehr als jeder andere Planet in unserem Sonnensystem. 11 der neu entdeckten Monde sind den bereits bekannten Jupitermonden ähnlich, doch einer, der ist ein Sonderling und das gleich aus mehreren Gründen. Er hat nur einen Durchmesser von 1 Kilometer und ist somit der kleinste aller bekannten Jupiter-Trabanten. Auch seine Umlaufbahn ist mehr als außergewöhnlich. Er kreist innerhalb von 1,5 Jahren auf einer hohen und gefährlichen Umlaufbahn in der Nähe der anderen Monde. Einer der beteiligten Forscher, Scott Shepard, bezeichnet die Situation als äußerst instabil. Eine Kollision mit anderen Objekten sei demnach sehr wahrscheinlich. Also da wird es demnächst knallen und das werdet ihr natürlich als Erste mit hier bei Klicksum erfahren. Und jetzt, Klicksum wird werbefrei. Keine Pre-Rolls mehr mit eurer Hilfe. Immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor jeweils einem Video im Monat ab. Bald ist es beim ersten Video soweit. Werdet also Mitglied, hier unter dem Video draufklicken und bekommt noch exklusive Extra-Videos, exklusive Livestreams wie kommenden Dienstag und noch ein paar weitere Privilegien. Einen Riesendank an all diejenigen, die schon dabei sind. Es werden immer mehr. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich übrigens bei WhatsApp. Dann bekommt ihr den Link zum Video vor allen anderen von mir persönlich auf euer Handy. Einfach hier draufklicken und hier darunter geht es weiter mit, darf auch draufklicken. Wassereis auf dem Mond bestätigt. Bis dann. Bleibt dran.